Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zur heutigen, vielleicht kurzfristigen Pressekonferenz recht herzlich begrüßen, nachdem wir am gestrigen Tag eigentlich unser Ziel erreicht haben, 10.000 Impfungen bis zum 11. November zu erreichen, können wir heute das wirklich auch mit Stolz bekannt geben, dass die burgenländische Bevölkerung diesem Aufruf gefolgt ist, die burgenländische Bevölkerung auch das ihre dazu beiträgt, in dieser Phase, in dieser Pandemie entsprechend auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Wir waren gestern in Brüssel und man merkt es ein bisschen, ich habe eine Verkühlung mitgebracht aus Brüssel, aber wie gesagt, ich bin genesen, geimpft und auch getestet. Es ist nichts passiert, aber ich kann wirklich mit Stolz sagen, und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite in dieser allgemeinen Situation und allgemeinen Diskussion, die natürlich berechtigterweise jetzt auch um Corona geführt wird, eigentlich im Burgenland auch trotz steigender Zahlen in der Inzidenz, auch das darf man nicht wegdiskutieren, wir haben eine Tagesinzidenz von über 300, aber, und das ist der wichtige Faktor, wir haben stabile Verhältnisse in den Spitälern, wir haben beispielsweise tagesaktuell 3 Intensivpatienten, und das zeigt mir schon sehr deutlich, dass es wichtig war, auf das Thema Impfen zu setzen, dass es wichtig war, die Bevölkerung damit ins Boot zu holen, dass es wichtig war, auch gemeinsam mit der Bevölkerung diesen Weg zu gehen. Weil ich glaube, das ist eigentlich neben allen zusätzlichen Begleiterscheinungen von Testen, angefangen von allen Vorsichtsmaßnahmen, von allen Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen, der wichtigste Aspekt: die Menschen sollen sich impfen lassen und impfen schützt in weiterer Folge. Vielleicht auch kurz zur allgemeinen Diskussion und zur Diskussion, die wir morgen sicherlich in Wien führen werden, im Kreise der Landeshauptleute. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung diesbezüglich ist relativ klar. Ich sehe das ein, dass man in der jetzigen Phase, wo wir heute beispielsweise eine Tageszahl von Neuinfektionen über 8.000 erreicht haben, jetzt nicht großartig über Lockerungen diskutieren werden. Es muss aber auch klar sein, das sage ich auch ganz offen, dass wir im Burgenland, die diesen Weg schon sehr früh eingeschlagen sind, die sicherlich mit diesem Impferfolg auch einiges bewiesen haben, wie man mit dieser Pandemie umgehen kann oder umgehen muss, dass wir aber nicht in einen Topf mit anderen geworfen werden wollen, die bei weitem diese Impfquote, die wir jetzt erreicht haben, nicht erreicht haben. Wir haben tagesaktuell eine Impfquote, was die impfbare Bevölkerung betrifft, von 81% und was die Gesamtbevölkerung betrifft, von etwas über 73%. Der Weg wird natürlich fortgesetzt. Sie sehen es heute, Tag der offenen Tür im Land. Also ich gehe davon aus, dass heute sicherlich zwischen 400 bis 600 Erstimpfungen hier stattfinden werden. Und das ist ein weiterer Schritt aus meiner Sicht, auch wenn das in Zeiten wie diesen jetzt bei diesen Zahlen skurrilen anmutet, der Weg in die Normalität. Ich persönlich bin der Meinung, Inzidenz hat immer ein bisschen einen zeitlich versetzten Verlauf und schlägt sich immer zeitlich versetzt im Spitalsbereich nieder. Ich persönlich bin der Meinung, also wir verzeichnen ja schon die letzten Tage, die letzten ein, zwei Wochen steigende Inzidenzen. Trotzdem sind die Zahl der Intensivpatienten und auch die Patienten auf den Normalstationen bei uns im Burgenland konstant geblieben, auf konstant gleichem Niveau. Und ich bin persönlich aufgrund dieser Situation der Meinung, dass wir bei all den Maßnahmen, die natürlich berechtigterweise auch, das will ich sagen, in anderen Bundesländern gesetzt werden, dass wir uns die Situation im Burgenland die nächsten ein, zwei Wochen noch anschauen müssen. Was bedeutet jetzt diese steigende Inzidenz für die Spitalsbelegung und dann natürlich begleitet auch mit entsprechenden Experten, wo wir ständig im Kontakt sind, auch mit den Experten des Bundes, uns genau überlegen, was bedeutet das für die Zukunft. Denn eines ist klar, ich glaube, das sollte man auch ganz offen und ehrlich sagen, wir müssen ganz einfach mit diesem Virus umgehen lernen. Wir sind jetzt im zweiten Jahr der Pandemie, wir durchleben immer wieder Wellen auf und ab. Wir diskutieren einmal über die Spitalsbelegung, einmal diskutieren wir über die steigenden Zahlen der Inzidenzen. Aber wenn wir die Spitalsituation im Griff haben, müssen wir darüber diskutieren. Und diese Diskussion will ich dann aus dem Burgenland heraus, gestützt auf Expertenmeinungen, anstoßen. Wie können wir mit diesem Virus auch
trotz Vorhandensein des Viruses, das kann man nicht wegdiskutieren, wie können wir alltäglich damit umgehen? Denn eines werden wir nicht wollen, das wollen wir in ganz Österreich nicht und schon gar nicht im Burgenland, dass es wieder einen Lockdown gibt, dass es wieder ein Runterfahren der Wirtschaft gibt, dass es einen Lockdown im Schulbereich gibt. Das aus meiner Sicht, auch aus heutiger Sicht und trotz eines Tages mit österreichweit sehr hohen Zahlen, sollte es aus meiner Sicht nicht geben. Daher bin ich schon auch ein bisschen vorsichtig, das ist keine Frage. Ich hätte vielleicht vor ein, zwei Monaten nicht gerechnet, dass dieses Delta-Virus in dieser Art und Weise österreichweit so explodiert. Bin aber auf der anderen Seite auch in meiner Meinung bestätigt, dass wir wirklich sehr, sehr konstante Zahlen und natürlich mit der hohen Impfquote in Burgenland sehr, sehr konstante Zahlen in den Spitälern haben. Das lässt sich auch vergleichen in den Frühjahr hinein, wo wir auch sehr starke Inzidenzen und hohe Inzidenzen hatten und vergleichbar viel höhere Spitalsbelegungen hatten. Dazwischen liegt die Impfung und dazwischen liegt die Impfquote. Und daher ist es aus meiner Sicht natürlich mit Vorsicht und mit dem Gebot der Vorsicht jetzt für mich die nächsten ein, zwei Wochen noch zu beobachten, wie schlägt sich jetzt diese Inzidenz, wo wir also auch schon über 300 sind, auf die Spitalsituation nieder. Wenn die Spitalsituation konstant gleich bleibt, dann müssen wir, gestützt auf Expertenmeinungen, mit dem Bund auch darüber diskutieren, wie gelingt es uns, mit einem gewissen Maß an Normalität mit diesem Virus umzugehen. Das ist aus meiner Sicht auch das Thema, das ich morgen versuchen werde, im Kreis der Landeshauptleute, auch mit den Vertretern des Bundes, Bundeskanzler und Gesundheitsminister, entsprechend anzudiskutieren. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da auch einen Zuspruch erhalten werden, weil es auch darum geht, was signalisieren wir der Bevölkerung. Wenn wir im Burgenland der Bevölkerung signalisieren, es ist komplett egal, die Impfquote, wir machen jetzt das Gleiche beispielsweise in Oberösterreich, dann werden wir den gegenteiligen Effekt erreichen. Dann wird sich höchstwahrscheinlich der Mensch oder die Bevölkerung daraus denken, okay, wozu haben wir jetzt da mitgemacht, wozu lassen wir uns impfen, wenn es trotzdem diese einschneidenden Maßnahmen gibt. Und daher aus meiner Sicht werden wir auch in Zukunft, und der Weg ist ja in diese Richtung eingeschlagen worden, werden wir auch in Zukunft differenzierter darüber diskutieren müssen, was passiert in den einzelnen Bundesländern. Man kann das nicht eins zu eins umlegen. Wir haben jetzt 1,5 Jahre Pandemie hinter uns. Es sind unterschiedliche Wege eingeschlagen worden und das muss jetzt auch im positiven, aber auch im negativen Fall entsprechend Niederschlag finden. Und in diesem Sinne werde ich versuchen, auch morgen das Thema zu vertreten und damit auch die Interessen des Burgenlandes zu vertreten. Gibt es Ihrerseits zu dieser Thematik Fragen? Bitte schön. Sie haben es ja erwähnt, morgen ist die große Runde, die Besprechung. Heute sind 8594 Neuinfektionen. Impfdurchbrüche werden immer mehr. Sie haben auch seit 1 Woche von 7, ich glaube, dass das sich so ausbreiten kann. Wie werden Sie, wenn jetzt bundesweit Regelungen kommen, und Sie haben auch gesagt, Burgenland ist einen anderen Weg gegangen, erfolgreich auch mit der Impflotterie, wie können Sie als Landeshauptmann sagen, wir machen da nicht mit, zum Beispiel 2G plus 1, ist ja eine Diskussion. Also 5 genesen plus zusätzlich PCR-Test, wenn man lokale Veranstaltungen etc. Das wäre eine Frage. Und die zweite Frage, hat aus Ihrer Sicht die Regierung bei Trittschichten und Impfdurchbrüchen nicht weniger reagiert? Also mit Werbung, mit Motivation? Und hat man Impfdurchbrüche aus Ihrer Sicht wiederum zu lange verharmlost? Weil die sind jetzt auch gestiegen. Naja, dass es Impfdurchbrüche gibt, ich glaube, das hat man nie verschwiegen. Also Impfdurchbrüche gibt es, das ist keine Frage. Aber wenn man sich die Inzidenzkurven genauer anschaut, und dort wird ja auch bei den Inzidenzkurven differenziert zwischen Ungeimpften und Geimpften, und hätten wir nur die Inzidenz zu beachten, die sich auf die Geimpften bezieht, dann würden wir höchstwahrscheinlich heute hier nicht stehen. Weil das ist zu vertreten und das gleiche Bild zeigt sich ja im Bereich der Spitäler. Richtung Bund, man hat vor 1,5 Jahren zu Beginn dieser Pandemie genau diesen Weg eingeschlagen. Ich war ja selbst damals sogar ein Vertreter, wo ich gesagt habe, bitte steuern wir diese Pandemie bundeseinheitlich.
geben wir einheitliche Regeln vor. Es versteht keiner, warum es im Burgenland so ist, warum es in der Steiermark so ist oder auch im Verhältnis zu Niederösterreich und zu Wien. Dieser Weg wurde nicht beschritten und ich habe mich auch daran arrangiert und das musste ich auch akzeptieren, weil es vom Bund so vorgegeben wurde. Es wurde ein Mindestmaß an Maßnahmen bundesweit definiert und jedes Land konnte die Maßnahmen darüber hinaus setzen oder auch nicht setzen. Und diesen Weg sind wir jetzt 1,5 Jahre gegangen. Und dieser Weg, 1,5 Jahre lang, hat gezeigt, dass es beispielsweise bei der Impfquote bei uns eine sehr hohe Impfquote gibt und in anderen Bundesländern, ich will das gar nicht explizit mit einem Bundesland vergleichen, niedrigere Impfquoten gibt. Jetzt wieder den Weg umzukehren. Und so sagen, jetzt gehen wir wieder zurück an den Staat und jetzt beurteilen wir ganz Österreich, so wie vielleicht jenes Bundesland mit den höchsten Inzidenzen, mit der wenigsten und geringsten Impfquote, das würde ich für falsch empfinden und ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung da mitgeht. Weil es geht ja auch sehr stark darum, um Glaubwürdigkeit. Impfen funktioniert nur, wenn ich die Bevölkerung überzeuge, wenn sie sich impfen lässt. Wenn ich jetzt signalisieren würde, wir machen das Gleiche und müssen das Gleiche machen wie ein Land, wo die Impfquote unter 60% ist in absoluten Zahlen, dann wird das hier keiner mehr verstehen und keiner versteht, warum bin ich jetzt impfen gegangen. Und das, glaube ich, sollten wir tunlichst vermeiden, sondern der Bevölkerung ganz im Gegenteil signalisieren. Im Burgenland hat das funktioniert, Burgenland hat andere Hospitalisierungen. Wir wollen auch dorthin und daher bitte impfen gehen. Das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg, nicht immer nur repressiv den Menschen zu begegnen, sondern motivierend den Menschen zu begegnen. Dass sie sich wünschen würden, dass man so weitermacht, dass man jedes Bundesland für sich quasi die Regeln beschließt. Andererseits gibt es ja auch die Kritik, dass es einen ziemlichen Fleckerlteppich gibt in Österreich. Wäre das nicht auch, wo Sie sagen, da müsste man auch den Österreicherinnen und Österreichern entgegenkommen und sagen, okay, dann machen wir das jetzt einheitlich und sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, bis wir quasi eine gewisse Impfquote erreicht haben. Die haben wir schon erreicht. Das widerspricht sich ja in Wirklichkeit schon in der Frage. Wir haben die Impfquote schon erreicht. Wenn man sich jetzt ein Ziel setzen würde an Maßnahmen und die ziehen wir durch, bis wir die Impfquote erreicht haben, muss man sagen, wir haben die schon erreicht. Und was ist jetzt? Aber Wien zum Beispiel verschärft jetzt massiv, obwohl die niedrigste Inzidenz haben in ganz Österreich, besser als das Burgenland, verschärft dennoch. Es ist auch die Hospitalisierung wesentlich. Es ist die Hospitalisierung der wesentlichste Faktor. Es hat ja im Sommer sogar mal das Ansinnen gegeben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, damals noch vom Bundeskanzler Kurz, es gibt keine Inzidenzzahlen mehr. Wir schieben die Inzidenzzahlen weg, die kommunizieren wir nicht mehr, es gibt nur mehr die Hospitalisierungszahlen. Praktisch ist es dann wieder anders gekommen. Aber das Wichtigste in der Frage der Pandemie ist die Hospitalisierung. Wie viele Menschen sind im Spital, wie viele Menschen sind auf der Intensivstation und können wir gewährleisten, dass unsere Spitäler funktionieren. Wenn jetzt der Bund sagen würde, wir nehmen uns vor, und das ist ja gar nicht so einfach, wir haben es gesehen, bei uns im Burgenland, diese 10.000 zu schaffen, ist ja nicht so einfach. Auch eine Kampagne mussten wir dahinterlegen, die Leute motivieren. Wir nehmen uns jetzt vor, wir machen einheitliche Maßnahmen, wir nehmen uns eine Impfquote von 70% vor, beispielsweise. Ja, wir sind schon auf 73, was bedeutet das oft für uns? Das verstehen ja die Menschen nicht. Dass man sagt, okay, wir haben ja die Ziele schon erreicht und auf der anderen Seite sollen wir bei den restriktiven Maßnahmen mitmachen, nur um die Impfquote zu erhöhen. Der Weg, der beschritten wurde, ist vor 1,5 Jahren beschritten worden. Ich habe das vorhin schon gerade erklärt. Ich wäre historisch auch dafür gewesen, dass man sagt, bundeseinheitlich, weil das wirklich auch berechtigterweise für Kritik sorgt, wenn man sagt, in der Steiermark ist es so, in Wien ist es so, in Burgenland ist es so, das verstehe ich. Aber der Weg ist jetzt ein anderer, der beschritten worden ist. Und es ist immer schlecht, aus meiner Sicht, dann mitten in einer Entwicklung wieder alles komplett umzudrehen. Da reicht es ja nicht nur, dass sich die Politiker da morgen committen, sondern ich muss ja mit dieser Thematik die Menschen mitnehmen. Das ist die Kunst und die Herausforderung. Die neuen Landeshauptleute und die Vertreter der Regierung da auf eine Meinung zu bringen, das wird höchstwahrscheinlich und hoffentlich schon gelingen. Aber ich muss es so einigen erzielen, dass ich die Menschen fort mitnehme und das ist die Kunst dabei. Ich habe noch eine Frage, und zwar heute der Landesgeschäftsführer im Bundesland Roland Fürst Neuwahlen gefordert, heute Vormittag in einem Interview, hat sich jetzt aber auch nicht festlegen wollen, wer denn hier als Spitzenkandidat ins Rennen gehen sollte. Was sagen Sie denn zu dieser Forderung und würden Sie vielleicht doch dann zur Verfügung stehen und vielleicht dann in diesem Modell, wie es in Deutschland ist,
Einer ist Spitzenkandidat, aber nicht quasi der Chef der Bundes-SPÖ. Schon, das ist ein komplett anderes Thema. Zum einen, und der Landesgeschäftsführer hat höchstwahrscheinlich den Status quo ein bisschen dargestellt. Ich selbst beurteile es so, die Situation auf Bundesebene derzeit, dass wir höchstwahrscheinlich schon im nächsten oder im ersten Halbjahr des nächsten Jahres auf Neuwahlen zusteuern. Man darf eines nicht vergessen, die Corona-Krise deckt jetzt einiges zu. Die Themenlage ist eine andere, auch verständlich. Aber was hat denn die ÖVP nach diesen ganzen Skandalen, die jetzt da passiert sind, und das ist schon einiges. Ich glaube, in dieser Art und Weise hat es das in der Zweiten Republik noch nie gegeben, gemacht. Sie hat das Machtzentrum vom Kanzleramt verschoben auf die Parteispitze. Und sonst hat sich nichts geändert in Wirklichkeit. Das wird man nicht so einfach wegdiskutieren können und das werden auch die Grünen nicht so einfach wegdiskutieren können. Und all das, was da noch kommen wird, sage ich jetzt einmal nach der Auslieferung des ehemaligen Bundeskanzlers, all das, was der Untersuchungsausschuss zutage treten wird, und da wird sicherlich einiges noch kommen, ich gehe davon aus, dass das die Spitze des Eisberges ist, was wir derzeit wissen, wird bei steigenden Umfragewerten der Grünen, die gibt es ja derzeit aktuell, dazu beitragen, dass das Selbstbewusstsein der Grünen steigt und dass wir, und das ist meine persönliche Einschätzung, und das wird höchstwahrscheinlich der Landesgeschäftsführer auch so kommuniziert haben oder wiedergegeben haben, dass wir ganz einfach im nächsten Jahr, ich gehe davon aus, im ersten Halbjahr Neuwahl haben werden. Und die Frage der Kandidatur, und das ist eine Frage der Parteistruktur, der Parteiorganisation, der Parteigremien, die kann man hier und jetzt nicht beantworten, das ist ja gar nicht ganz normal. Ich bin ja nicht mehr geneigt dazu, irgendjemand etwas auszurichten, aber ich bin schon der Meinung, dass die Sozialdemokratie immer noch eine so starke Partei ist, dass sie weiß, wie und mit wem sie Wahlen gewinnt. Also das heißt, um zum Folgenden noch kurz zurückzukommen, solche Ideen wie 2G in Gastro- und körpernahen Dienstleistungen, wie es jetzt in Wien ist, oder andere mögliche Ideen, vielleicht sogar Lockdowns, das wird es in Bulgarien alles nicht geben, da wird weiter der eigene Weg gegangen, weil eben die Impfquote so hoch ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, also die Impfquote ist extrem hoch, bedeutet natürlich uns bei der Hospitalisierung das Ergebnis, das Sie kennen. Und ich will mir selber auch die Zeit nehmen, jetzt bei steigender Inzidenzzahl in einer zeitversetzten Beurteilung von ein, zwei Wochen, dann schlägt sich diese Inzidenzzahl, wenn sie eine Relevanz hat, auch in der Spitalsbelegung nieder, das zu beurteilen. Und bevor man das nicht sieht, was das für eine Auswirkung hat, sehe ich keine Notwendigkeit, in Burgenland diesbezügliche Maßnahmen zu setzen. Ist sogar ganz offen, wenn es wieder erwarten passieren würde, auch diesen Mut als Politiker muss man haben, das zu sagen, dass die Spitalsbelegungen natürlich steigen. Natürlich muss man dann gegensteuern, das ist keine Frage. Aus meiner heutigen und jetzigen Einschätzung sehe ich das zumindest nicht so. Lass auch noch zu beiden Themen je eine Frage. Zum Impfthema, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie wären historisch für eine bundeseinheitliche Vorgehensweise gewesen. Das hat sich aber dann in eine länderspezifische entwickelt. Wären Sie jetzt angesichts der aktuellen Zahlen dafür, es noch einmal mit einer bundeseinheitlichen Lösung zu versuchen? Ja, ich habe die Frage jetzt schon zweimal beantwortet. Ein klares Nein. Ich habe es jetzt zweimal klar und deutlich beantwortet. Das ist das beste Beispiel, was die Kollegin hier gefragt hat. Wenn man jetzt sagt, man macht eine bundeseinheitliche Lösung und man nimmt sich vor, eine Impfquote zu erreichen, die wir vielleicht schon erreicht hätten oder haben, was hat das für einen Mehrwert? Das verstehen ja die Menschen im Bundesland nicht mehr. Man kann historisch das beurteilen, dass es eine falsche Entscheidung war. Auch ich habe dann diese Entscheidung, wenn sie getroffen wird, mittragen müssen. Mir hat die Entscheidung damals nicht gefallen, ich sage das ganz offen. Aber wir haben versucht, aus dem Bundesland heraus das Beste daraus zu machen. Und jetzt würde ich nicht verstehen, wenn die Situation in Burgenland gleich beurteilt werden würde, wie in einem Bundesland mit einer weit niedrigeren Impfquote. Und die Impfquote ist relevant aus meiner Sicht und das wesentlichste Merkmal für die Hospitalisierung. Aber ist dieses Pochen sozusagen auch eine Belohnung für die politischen Anstrengungen, nicht angesichts der starken Vernetzung innerhalb der Ostregion obsolet? Es sind sehr viele Burgenländer, die nach Wien. Das war in den letzten eineinhalb Jahren nicht obsolet. Und das hat auch dazu geführt, obwohl wir so vernetzt sind in der Ostregion, dass wir eine andere Impfquote und einen anderen Impferfolg haben wie in anderen Bundesländern.
Also der positive Weg ist ja aufgezeigt worden. Und die Vernetzung in der Ostregion, wie Sie das ansprechen, hat nicht dazu geführt, dass wir die gleiche Impfquote haben. Wir haben einen Erfolg aufzuweisen. Frage zum anderen Thema. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Sie den Thüringen bis 2025, also bis zur nächsten Wahl, im Wort sind. Zuletzt hat man diese Versicherung nicht mehr gehört. Ist die noch aufrecht? Schauen Sie, ich habe immer das gesagt und ich bleibe auch dabei. Es wird da immer in dieses Thema des Bundesparteivorsitzes so viel hineininterpretiert. Ich verstehe die Diskussion schon. Die Diskussion höchstwahrscheinlich muss ja auch geführt werden, angesichts der aktuellen Situation bei diesem Schwächeln der ÖVP, wie wir uns entwickeln, auch in den Umfragewerten, muss man jetzt so merken. Natürlich muss diese Diskussion zu führen, die wird auch intern geführt. Aber mein Anspruch ist ganz einfach jener, dass wir auf Bundesebene eine Sozialdemokratie sein müssen, die zum Ziel hat, stärkste Kraft im Land zu werden. Die nicht zum Ziel hat, beispielsweise eine Regierungsbeteiligung zu erreichen als Juniorpartner. Das Ziel muss sein, die Nummer 1 zu werden. Und die Partei aus meiner Sicht ist immer noch stark genug, diese Entscheidung dahingehend zu treffen, mit welchen Themen, da geht es ja nicht nur um den Spitzenkandidat, da geht es sicherlich auch um Themen. Da geht es um die Frage, wie können wir die Partei wieder so organisieren, dass sie hinter Themen steht und dass sie aus einem Guss heraus funktioniert, dass sie Selbstbewusstsein ausstrahlt, dass auch die Bevölkerung merkt, die Sozialdemokratie will diese Wahl gewinnen. Da gibt es ja viele Faktoren, die für eine Wahl wichtig sind. Und das sind die Dinge, die ich einfordere. Da geht es nicht immer nur um Personen. Da kann an der Spitze einer Partei stehen, wer will. Wenn gewisse andere Faktoren nicht funktioniert, dann wird man auch keine Wahl gewinnen. Aber nachdem Sie und Ihre Mitarbeiter in Thüringen also immer partout der dezidierten Aussage ausweichen, Landeshauptmann Dost beziehen möchte, Kanzlerkandidat werden, frage ich anders herum, sehen Sie in der SPÖ jemanden, der Kanzlerkandidat werden könnte? Es gibt mit Sicherheit von mir keine losgetretene Personaldiskussion. Also diese Fehler haben wir in der Vergangenheit schon gemacht. Diese Fehler haben andere Parteien gemacht. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie die Situation oder um die Situation, die sich derzeit ergibt, um das Zeitfenster, das sich derzeit ergibt, um die politische Situation generell in Österreich, wie sie sich entwickelt, wie wichtig die Frage der Glaubwürdigkeit in der Politik in Zukunft sein wird, auch um die Frage, wie schaffen wir es, nicht nur Wahlversprechen zu machen, sondern auch wirklich Themen zu setzen und umzusetzen, ganz genau Bescheid weiß. Und in diesem Zusammenhang dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Und eine Personaldiskussion hier und heute wird auch mit Namen hinterfüttert, mit Sicherheit nicht geführt. Eine Frage noch bitte vom Kollegen aus Servus und dann bitte um Verständnis. Geht es oder nachher? Nein, geht schon, bitte. Dieses andere Thema, es geht um das Thema Migration, wir haben so viele Informationen auch um den Leserbrief, dass pro Nacht im Bezirk Oberwart um die 150 Menschen wahrscheinlich mit Migrationshintergrund über die Grenze kommen. Was ist da aus Ihrer Sicht der Grund dafür, was weiß man darüber und wie kann man politisch darauf reagieren? Ja, der Grund ist relativ einfach, den Grund. Die Menschen flüchten ganz einfach, weil sie in einer Region wohnen, wo sie verfolgt werden, wo sie sonstigen Katastrophen ausgesetzt sind und wollen nach Europa. Das ist ein ganz einfacher Grund. Andererseits, oder vielleicht, gestern war ich in Brüssel. Haben wir sich dort getroffen mit dem Botschafter, mit dem EU-Botschafter, mit dem österreichischen Nikolaus Maschek, und der hat gesagt, so in der Replik aus meiner Zeit als Verteidigungsminister und der Diskussion nach 2015, die wir geführt haben in Brüssel, und dort war das Thema sehr präsent, hat der gestern gemeint, es hat sich seit damals null getan auf europäischer Ebene. Null. Überhaupt nichts. Und das ist das Bild, was wir abgeben. Nicht in Österreich, sondern das Bild generell, das was wir abgeben. Wir hatten eine Phase nach 2015, 16, wo die Flüchtlingsthematik wieder abgehebt ist. Jeder war froh. Schwieriges Thema, keine Frage. Auch für die Sozialdemokratie ein ganz schwieriges Thema. Die Zahlen mehr oder weniger. Dann schimmert das Thema beiseite. Und jetzt holt uns das Thema wieder ein. Und jetzt tun wir plötzlich so, der Innenminister fährt auf den Balkan und der macht jenes und irgendwann wird die Balkanroute wieder geschlossen werden. Und jetzt tun wir plötzlich so, wie wenn das Thema plötzlich neu ist
und wieder neu beurteilt werden muss. Ich muss schon Tage, mich amüsiert schon, wenn ich den Migrationsexperten Knaus im Fernsehen sehe und wieder die alten Geschichten von 2015 in seine Erzählung wahrnehme. Das ist in Wirklichkeit ein Armutszeugnis, nicht nur der Regierung in Österreich, sondern das ist auch ein Armutszeugnis der Europäischen Union und zeigt, wie handlungsunfähig wir in dieser Frage sind. Ganz eine nüchterne Beurteilung. Erlauben Sie mir noch eine kurze Nachfrage. Wie kann man im Burgenland jetzt darauf auf diese Situation im Oberwald und im Grenzgebiet reagieren? Was kann man da tun? Ja, reagieren muss das Innenministerium. Das Innenministerium ist verantwortlich für die Grenzsicherung. Das Innenministerium hat Assistenz angefordert. Das Innenministerium ist verantwortlich, Fremden- und Asylrecht zu administrieren. Das Innenministerium ist verantwortlich, auch die Rückführungen zu organisieren. Das Innenministerium muss diesbezüglich, wir können das einfordern, wir können das aufzeigen, aber das Innenministerium, und der ist ganz massiv gefordert, hier nicht nur jetzt vor Ort aufzutreten, ähnlich auch, weil das gleiche Rückführungsthema ist ja das gleiche wie vor 5 Jahren, das gleiche wie vor 10 Jahren. In Wirklichkeit ist ja das die Schlüsselfrage in der ganzen Migrationsthematik. Wenn wir in Europa und nicht nur in Österreich, in Europa signalisieren, dass gerichtliche Entscheidungen, die getroffen werden, nach dem Maßstab, gibt es einen Fluchtgrund, gibt es einen subsidiären Grund, ist eine Abschiebung möglich. Nach diesen Maßstäben werden gerichtliche Entscheidungen getroffen von unabhängigen Richtern. Und wenn wir signalisieren, dass diese Entscheidungen, wenn sie negativ getroffen werden, es nicht schaffen, sie auch zu realisieren, zu einem wahnsinnig hohen Prozentsatz, dann muss man das akzeptieren, die eigene Schwäche. Und man muss auch akzeptieren, dass die Menschen sagen, na gut, die können eh nicht handeln, dort wollen wir hin. Und das ist in Wirklichkeit der springende Punkt. Und diese Frage hat weder die österreichische Bundesregierung, weder Außenminister noch Innenminister, weder Europa beantwortet. Und diese Frage gilt es zu beantworten. Und wenn diese Frage nicht beantwortet wird, wird es immer das Migrationsthema in dieser Art und Weise geben, wie es sich jetzt wieder entwickelt. Danke. Dankeschön.